So, wir schauen uns heute den Minifinder Rex an. Der Minifinder Rex ist ein Ortungsgerät für euren Hund. Hat eine Bellanzeige, ein Licht, man kann das Jagdrevier hinterlegen, Vibration kann man dann auf das Gerät schicken, dass der Hund reagiert. Ist ein Live-Tracking logischerweise. Man kann ihn anrufen und man sieht auch, wie schnell der Hund gerade läuft. So, nur mal kurz so als Einführung. Es läuft auf Handybasis, also Handyempfang. Alle üblichen 4G, LTE und sonst was ist natürlich alles abgedeckt. Hier haben wir einen kleinen Flyer dazu mit einem QR-Code. Da kommt man direkt dann zur Bedienungsanleitung. Hier haben wir auch schon den Minifinder. Den holen wir mal raus. Und hier oben sitzt dann noch das Ladekabel. USB-C hat das Ganze im Übrigen, falls es jetzt schon jemanden interessiert. So, der Minifinder. Der Minifinder, hier ist das Ladekabel, also die Ladebuchse, USB-C, wie schon gesagt. Es empfiehlt sich bei Erstinstallation, das Ding 24 Stunden zu laden, damit er auch wirklich voll ist am Schluss. Hier haben wir den Anknopf. Das ist der einzige Knopf, den wir haben. Einmal kurz drücken, dann gibt es eine kurze Vibration, dann ist der auch an. Dann sieht man hier auch Power, GSM und GPS, also das sind die jeweiligen Netze. Und hier oben haben wir die Flashlight sitzen. Die Flashlight kann man nur in der Verbindung mit dem Handy und der App anmachen. Die App nennt sich Hunter von Minifinder. Was man in der App alles machen kann, das zeige ich euch aber in einem separaten Video noch. Hier haben wir noch einen kleinen Speaker, eben damit man ihn anrufen kann. Das ist das kleine Teil. Gurtband ist keins dabei, aber es passt jedes Gurtband hier dazwischen mit einer maximalen Breite von 2,5 cm. Die App und was das Ding genau kann in der Praxis, das zeige ich euch dann in einem separaten Video. Also dranbleiben!